Am Freitag, den 19. Juni 2015, begann das große Jubiläum des Männergesangvereins 1865 e.V. Essingen. Der erste Tag, der Freitag, war ein Festabend mit Ehrungen, denn kein Festakt ohne Ehrungen. Die Geehrten haben sich dieses auch verdient. Es ist ja nicht so, dass die Sänger einfach kommen, singen, ein wenig trinken und dann wieder nach Hause gehen. Nein, so ein Fest wie auch andere Veranstaltungen erfordert eine immense Vorbereitung. Viele Dinge müssen organisiert werden und angefangen vom Kuchenbacken über die Küche bis zum Eindekorieren der Halle sowie der Gestaltung des Außenbereichs und so weiter und so fort waren alle Sänger gefordert und jeder hat sich auch nach seinen Fähigkeiten für das Gelingen des Jubiläums eingesetzt. Und das nicht nur einmal, sondern gleich 40, 50 oder gar 60 Jahre lang waren diese Sänger und auch ihre Frauen und Freundinnen für ihren Verein da. Deswegen wird vom Vorsitzenden auch immer wieder betont, dass jede Ehrung auch eine Ehrung für die jeweiligen Partner bedeutet. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, vielleicht ist das tiefere Geheimnis dafür, dass auch dieser Chor in Essingen 1,5 Jahrhunderte alt werden konnte. Weil es immer wieder Männer gab, die trotz aller Verpflichtungen in Beruf und Familie sich aus dem Staube hoben, eben nicht alle möglichen Gründe vorschoben, die ein freiwilliges Mitwirken auf Dauer in der Chorgemeinschaft unmöglich machen würden. Wir also feiern am Wochenende den langen Atem unserer Altvorderen, wie den von uns selbst. Freude und Genugtuung darüber, einen so langen Weg erfolgreich gestaltet und mit Leben erfüllt zu haben, darf uns durchaus erfüllen. Und dass Sie alle, die Sie heute zu uns gekommen sind, daran teilhaben wollen, freut uns besonders. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen. Wir begrüßen immer auch die mitgekommenen Ehepartner eingeschlossen, Frau Ortsbürgermeisterin Susanne Volz, und danken zugleich für die tolle Zusammenarbeit, Mitwirkung unserer Gemeinde bei unserem herausragenden Jubiläum. Wir heißen willkommen und, meine Damen und Herren, natürlich begrüße ich auch meine Kollegen, die Sänger des jubilierenden Männergesangvereins Essingen unter Leitung unseres Chorleiters Xaver Reichling. Vier Tage haben wir uns Zeit genommen, um mit vielen Gästen zu musizieren und zu feiern. Wir wünschen dazu viel Freude und unserem Jubiläumswochenende viel Erfolg. Gleich an dieser Stelle sage ich allen Dank, die uns halfen und auch mit einer Kuchenspende einfach ihre Verbundenheit zu unserem Chor aufzeigten. Ihnen allen einen schönen Abend und danke, dass Sie da sind. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrter Jubelchor, auch wir von der Grundschule Essingen freuen uns, dass wir Ihnen heute gratulieren dürfen. Und die Kinder singen zwei Lieder. Wenn man Geburtstag feiert, dann ist man glücklich. If you're happy and you know it, clap your hands. Dazu sind Sie recht herzlich eingeladen, mitzumachen. Und ich bitte Sie nachher einfach alle mal dazu aufzustehen. Das tut Ihnen dann auch mal gut, denke ich, zwischendrin. Clap your hands. Clap your hands tonight, clap your hands. If you're happy.
Vorsitzender und unser Ehrenbürger Hartmut Doppler, sehr geehrte Herren zweiter Vorsitzende Kurt Höhlinger und Klaus Thomas, lieber Dirigent Xaver Reichling, liebe Sänger vom Männergesangverein und liebe Gastchöre, sehr geehrte Damen und Herren Gäste. Da lobe ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht, noch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf erdacht. Eine Gitarre, die nur so wie eine Gitarre klingt. Und eine Stimme, die sich anhört, als ob da jemand singt. So heißt es in einem Lied von Reinhard May. Und recht hat er, Musik funktioniert immer. Musik klingt überall und Musik steckt an. Victor Hugo, ein französischer Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, sagte einmal, die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann, doch worüber zu schweigen unmöglich ist. Daher freue ich mich wirklich sehr, dass ich an diesem besonderen Tag hier bei Ihnen sein darf, bei Ihrem Fest zum 150-jährigen Bestehen des Männergesangvereins 1865 Essingen. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Sänger des Männergesangvereins, dass Sie noch viele Jahre mit Spaß und Begeisterung dem tollen Hobby des Gesangs nachgehen können und dass Sie damit auch noch viele andere anstecken und begeistern. Vor allem wünsche ich Ihnen aber zunächst ein gelungenes Festwochenende und allen Besuchern viel musikalischen und auch kulinarischen Genuss. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag von der Ortsgemeinde Essingen. Nachdem wir so einiges in Auszügen schon gehört haben, werden wir nun dem Gesang eines Nichtchores lauschen. Diese Sängerinnen und Sänger wollen einfach dem Männergesangverein zu seinem 150. Geburtstag gratulieren. Es sind die Vorsitzenden der Essinger Vereine. Und was werden sie wohl singen? Ich darf euch zum 150-jährigen Jubiläum recht herzlich gratulieren und die besten Glückwünsche der Essinger Vereine überbringen. Liebe Damen und Herren, es ist schon etwas Besonderes, wenn hier die Damen und Herren der Essinger Vereine stehen, und es macht uns alle, auch die Sänger, macht uns stolz, dass diese Gemeinschaft, die wir pflegen, die nicht immer einer Meinung ist, aber die an einem Strang in die gleiche Richtung zieht, wenn wir uns miteinander vereinbart haben, dass ihr heute Abend hier seid. Uwe Wetzel für den VfL, Waldemar Pahle für den Arbeiterbildungsverein, unser Wehrführer Patrick Beervian, Jürgen Herbst für den Turnverein, Elke Bamskans für das Zupforchester Essingen, Frank, du bist für Arbeiterbildungsverein, Michael Gambart für die örtliche Bauern- und Winzerschaft, Ruth Frei für die Landfrauen, Luise Kunz für die katholische Frauengemeinschaft, die Beate Schwendt für den Chor Crescendo, Manfred Simon, sprich Simon, für den Bullclub, Wilfried Schweigert für den Heimatverein St. Pendelinus und der Sprecher der Vereine, Wolfgang Volz, für den Radfahrerverein. Und im Abgehen der Vereinsvorsitzenden von der Bühne öffnet sich die Tür der Halle und als besonderer Gast des MGV betritt der Coro Monte Calisio aus Martignano di Trento den Saal.
Der italienische Bergsteigerchor wird von allen Gästen und dem MGV sehr herzlich begrüßt. Hier heißt Hartmut Doppler Roberto den Dolmetscher des Chores und gleich danach den Präsidenten Fabio Floriani herzlich willkommen. Alle sind froh, dass eine stressige Anreise ihr gutes Ende gefunden hat.